Heute gibt es einen Quick-Tipp bzw. meine Meinung zu Dr. Bronners 18 in 1 Seifen. Willkommen zu einem neuen Nachhaltigkeitsvideo. Willkommen zur Kategorie Bad. Und zwar habe ich einen Quick-Tipp für euch. Das ist die Dr. Bronner Seife. Ich hatte die mal in der Goodie-Bag drin. Beziehungsweise ich habe sie geschenkt bekommen von jemand, der sie in der Goodie-Bag drin hatte. Und ich war skeptisch, weil sie kann irgendwie alles. Zum Duschen, Hände waschen, Zähne putzen, Wäsche waschen, Hunde waschen. Als Spülmittel, als weiß ich nicht, für alles ungefähr. Ich verlinke euch das Produkt unten in der Infobox, da könnt ihr euch die Liste anschauen. Und war aber ein bisschen skeptisch, weil da für mich super viele Inhaltsstoffe drauf drin sind. Also das hier ist die ganze Inhaltsstoffreihe und ich bin ja mit meiner Aleppo-Seife mit einem Inhaltsstoff sehr zufrieden. Wofür ich die aber gut finde oder warum ich sie gut finde, ist, dass ich sehr finde, dass die Aleppo-Seife für Reisen in warme Länder oder für unterwegs allgemein nicht so gut geeignet ist. Ich weiß, dass man die Aleppo-Seife gut in einen Waschlappen einwickeln kann, dann saugt er so die Feuchtigkeit auf und dann kann man die gut transportieren. Finde ich aber nicht optimal, genauso mit Seifenschalen. Da hatte ich es ganz oft, dass die Seife dann aufgeweicht ist. Also da bin ich noch so ein bisschen, ja. Deswegen würde ich jetzt auf längere Reisen oder allgemein für Reisen diese Seife hier empfehlen. Und zwar nicht die kleine Packung, die finde ich gut, aber da ist halt irgendwie der Kosten-Nutzen-Faktor nicht so gut. Also 60 Milliliter kosten 4 Euro und 475 Milliliter kosten 16 Euro. Und ich würde mir wahrscheinlich jetzt noch so eine große dazu kaufen, die kleinen dann immer auffüllen. Ich finde sie dahingehend optimal, wenn man für unterwegs eben nur ein Produkt braucht. Zum Zähneputzen, zum Haarewaschen, zum Händewaschen, zum Duschen, zum Geschirrspülen. Daher finde ich sie sehr praktisch. Für zu Hause würde ich sie nicht verwenden, weil sie damit nicht nachhaltig genug ist durch die Verpackung. Dazu hat Dr. Bronner sich aber auch geäußert. Also es ist ein sehr gutes Unternehmen meiner Meinung nach. Vollkommen nicht tief recherchiert, nur mein Eindruck. Und habe sie jetzt auch in meiner Tasche für Schwimmen, wo ich mich ja auch einseife. Und finde sie dafür wirklich gut. Ich kann dazu ja nicht viel sagen. Wie gesagt, mich stören so ein bisschen diese sehr, sehr vielen Inhaltsstoffe. Deswegen nichts für den täglichen Gebrauch. Aber wenn ihr auf Reisen geht, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr nicht so viel mitschleppen wollt, ist die wirklich ideal. Schaut euch die mal an. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen. Ich finde Pfefferminze dahergehend gut, weil man sie dann auch als Zahnpasta verwenden kann. Und ja. Schaut es euch mal an. Gibt es bei DM, soweit ich weiß, gibt es auch online tausendfach. Ich verlinke es euch unten. Könnt ihr euch eure Meinung drüber bilden und sie vielleicht mal ausprobieren. Wie gesagt, die kleine Größe ist toll für unterwegs. Das war's auch schon. Wir sehen uns morgen wieder. Und ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Und es macht euch weiterhin Freude. Und ja, bis ganz bald. Tschüss!